Das ist schon überraschend, dass ausgerechnet Tanja sie an Land gezogen hat. Ja, stand eben zum Verkauf. Man hat sie aber schnell geschaltet. Ja, ihr Glück, dass sie überhaupt auf die Wohnung aufmerksam geworden ist. Du hast sie wohl nicht alle und wenn wir erwischt werden? Werden wir nicht. Ich sende dann noch so weiter. Stehen bleiben! Ich glaube, dass Jessica dich noch total liebt. Ja? Und warum behauptet sie das Gegenteil? Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass sie dich aus einem anderen Grund verlassen hat. Und von wem hast du das Geld? Na los, verdammt nochmal! Tanja. Tanja von Anstetten. Wirklich, dass Tim diesem Christian die Geschichte abkauft? Würde ich sonst hier rumstehen? Scheiß, du hätte ich dir echt nicht zugetraut. Tim, jetzt warte doch mal! Man verpiss dich, ja! Und komm bloß nicht wieder bei mir angekrochen. Siehst du, läuft alles nach Plan. Wenn Sie denn nicht... Tim! Was machen Sie denn hier? Carissa, ich... Tut mir leid. Ach ja, schon gut. Ich hab mich nur erschrocken. Was ist denn los? Gar nichts. Ach, das können Sie jemand anderem erzählen. Wo drückt denn der Schuh? Wissen Sie, Tim, ich weiß, wie gut es tut, sich auszusprechen. Ich habe auch viel durchgemacht. Wie kommst du eigentlich in dem Kinderheim zurecht? Bestens, wieso? Naja, ich frage nur wegen Lisa. Mach dir mal keine Sorgen. Mit Lisa komme ich mittlerweile prima klar. Ich glaube, sie hat die Kinder genauso gerne wie ich. Es freut mich. Schade nur, dass sie Alexanders Schwester ist. Solange sie Alexander nicht erwähnt, kommen wir super miteinander aus. Oh Gott, Alexander mit Lisa und Eva. Wenn man vom Teufel spricht. Ist voll hier, hä? Oder sollen wir doch lieber woanders hingehen? Och, ich finde, wir sollten bleiben. Vielleicht wird ja gleich was frei. Bitte lass uns gehen. Hey Frank, kannst du kurz die Stellung halten? Ich muss mal hin für kleine Jungs. Wusste ich's doch. Und was ist, wenn Christian gelogen hat? Nun, möglich ist alles. Aber warum sollte er sich so eine Geschichte aus den Fingern saugen? Ja, warum soll Tanja so scharf sein auf meine Wohnung? Immobilien sind eine gute Geldanlage. Aber vielleicht geht es hier gar nicht um die Wohnung. Ohne Unterkunft waren sie ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Sie konnte mit ihnen machen, was sie wollte. So wie sie mit mir gemacht hat, was sie wollte. Wie meinen Sie das? Ich vermute, dass Tanja hinter meiner Entführung steckt. Tanja soll... Hast du noch mal in der Druckerei angerufen, wegen der Platzkarten? Alexander? Ja? Wo bist du mal mit deinen Gedanken? Denkst du an Jessica? Nein, ich habe nur an den Termin beim Juwelier gedacht. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn wir nicht zu spät sein wollen. Ja, du hast recht.
Willst du nicht mitkommen? Nein, nein, kümmert euch mal schön alleine um eure Trauringe. Lass mal, ich mach das schon. Mach, dass ihr wegkommt. Danke. Ich kann dich wirklich nicht überreden, mitzukommen? Ich hab noch einen geschäftlichen Termin. Ich hab dir eine heiße Milch mit Honig gemacht. Das beruhigt. Danke, Oma. Stellt euch vor, wen ich getroffen habe. Das ist ein Ding. Was ist denn hier los? Jessica Engelchen, was ist denn passiert? Wir haben Alexander getroffen. Wir waren da im Café, als plötzlich Alexander, Lisa und diese Eva auftauchten. Ich dachte, du hättest ihn längst vergessen. Das habe ich ja auch geglaubt. Aber hab ich, als ich ihn dann gesehen habe, ich liebe ihn einfach zu sehr. Komm, trink einen Schluck. Tut dir gut. Um Gottes Willen. Ich muss zur Arbeit. Die Kinder warten. Bist du denn sicher, dass du arbeiten kannst? Es geht schon. Ich kann Jessica unmöglich in dem Zustand auf die Straße lassen. Jessica, ich fahr dich! Sie ist die Einzige, die von meiner Entführung profitiert hat. Ja, sie nutzt Leute in Notsituationen aus. Aber eine Entführung... Tim, glauben Sie mir, ich bin mir ganz sicher. Und ich werde es auch beweisen. Na gut, dann rede ich mal mit ihr. Nein, nein, das würde nichts nützen. Tanja würde nur alles abstreiten. Wir müssen anders vorgehen. Wir müssen abwarten, bis sie sich so sicher fühlt und einen Fehler macht. Ich will das Miststück aber jetzt im Knast sehen. Und nicht irgendwann. Was glauben Sie, wie es mir geht? Nach allem, was sie mir angetan hat. Naja, ich kann mich ja an nichts mehr erinnern, aber... Es muss furchtbar gewesen sein. Danke. Gehen Sie zu Tanja und halten Sie die Ohren offen. Sie wird sich irgendwann verraten. Und auf den Moment müssen wir warten. Eddie? Das ist doch das Kaufhaus, in dem Ramon arbeitet. Die Sache muss heute Nacht noch über die Bühne gehen. Klar. Okay. Was willst du denn hier? Ich hab dich was gefragt. Ich wollte dir die Ware zurückbringen, die du bei mir gebunkert hast. Hatte ich nicht gesagt, dass ich die Sachen abhole, sobald ich was Besseres gefunden habe? Ich brauche aber den Platz. Na dann. Er braucht den Platz. Guck nach, ob er verkabelt ist. Hey, pack mich nicht an, ja? Machst du eine Macke? Du hättest mich umbringen können, du Arschloch. Wenn du für die Bullen arbeiten würdest, hätte ich das auch. Und jetzt mal Klartext. Wieso willst du die Sachen loswerden? Die ganze Angelegenheit ist mir zu heiß. Entweder du hältst dich an unsere Abmachung. Oder ich sorge dafür, dass du deinen Kiosk dicht machen kannst. Klar. Hau ab! Ach so, bevor ich es vergesse. Den hast du nie gesehen. Klar. Wie ist es denn jetzt ausgegangen? Ich habe sie laufen lassen. Aber selbst wenn ich Beweise gehabt hätte, ich hätte Frank den Bullen nicht ausgeliefert. Trotzdem macht er mich noch blöd an. Aber eins sage ich dir, das nächste Mal ist er dran. Also nach dem Warnschuss wird er das Clown wohl sein lassen. Frank vielleicht, aber dieser Typ, der bei ihm war. Das war einer dieser schrägen Vögel, mit denen Frank gestern Abend hier war. Aber er will sich ja nicht helfen lassen. Heißt das, du willst ihn hängen lassen? Ich habe meine eigenen Probleme. Außerdem will Frank sich gar nicht helfen lassen. Nun, der Metzalon? Ja, der ist da, klar, Moment.
Ein Herr Fassmacher vom Kaufparadies. Ja, hallo? Was soll denn dabei rausspringen? Naja, besser als nichts. Also gut, ich komme. Bis gleich, ciao. Das war der Sicherheitschef vom Kaufhaus. Der Nachtwächter ist krank. Ich könnte seine Schicht übernehmen. Und? Machst du's? Gibt eine gute Nachtzulage. Trotzdem. Also mich würden ja keine 10 Pferde in ein menschenleeres Kaufhaus bringen. Alleine bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Du hast einfach zu viele Filme geguckt. In Wirklichkeit ist es nämlich der langweiligste Job, den es überhaupt gibt. Und deswegen könntest du mir einen Gefallen tun. Willst du mitkommen? Nein. Du könntest mir eine Kanne starken Kaffee kochen, damit ich nicht einschlafe. Ja, doch. Eine alte Frau ist ja kein D-Zug. Sie? Guten Tag, Frau Prozessin. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ist Jessica da? Tut mir leid, sie ist zur Arbeit. Vielleicht haben Sie einen Augenblick Zeit für mich. Ich? Ja, ich wollte gerade das Abendessen vorbereiten. Ich kann Ihnen auch helfen. Bitte, es ist wirklich wichtig. Danke, ja, dann kommen Sie doch bitte herein, da lang, ja? Was kann ich für Sie tun? Es geht um Jessica. Und um Alexander. Ich glaube, dass Jessica Alexander immer noch liebt. Wie kommen Sie denn darauf? Ihr Verhalten im Café hat mich draufgebracht. Jessica hat es eilig. Aber trotzdem hatte sie Zeit, Alexander keinen Augenblick aus den Augen zu lassen. Und dann, wie sie ihn angesehen hat, ihr Blick. Wäre ihr gleichgültig, hätte sie ihn nie so angesehen. Und sie wäre nicht vor ihm weggelaufen. Angenommen, Sie haben recht. Was erwarten Sie von mir? Sie könnten mir verraten, was der wahre Grund für Jessicas Trennung von Alexander ist. Oder wollen Sie, dass die beiden den Rest ihres Lebens unglücklich sind? Bitte, Sie können mir vertrauen. Aber Alexander darf niemals den wahren Grund erfahren. Versprechen Sie mir das. Versprochen. Hallo. Hey, was machst du denn hier? Ich wollte mal sehen, was du treibst. Arbeiten. Sonst noch Fragen? Nicht gerade bequem, hm? Naja, es geht so. Was würdest du sagen, wenn du wieder in der Pension wohnen könntest? Naja, du verdienst ja jetzt gut. Hunderte in der Woche. Aber nur unter einer Bedingung. Ich muss in aller Ruhe mit Ramon reden. Ach ja, so ist das also. Ach komm schon. Ramon und du, ihr seid Freunde. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass dir das so egal ist, wie du vorgibst. Oder irre ich mich da? Na endlich. Tut mir leid, es war ein Unfall auf der Hüttenstraße. Und wie auch immer, Hauptsache ihr seid da. Und wir können den geschäftlichen Teil hinter uns bringen. 50.000, wie abgesprochen. Danke. Wollen Sie denn nicht nachzählen? Oh, ist das denn notwendig? Was passiert, wenn Sie sich nicht an unsere Abmachung halten, brauche ich Ihnen ja nichts zu sagen. Frau von Anstetten, ich bin Ehrenmann. Dass Tanja das auch so sieht, wage ich zu bezweifeln. Tanja hat zu wenig bezahlt. Und Vegas ist ein verdammt teures Pflaster. Ach, Sie wollen verreisen? Umso besser, dann kommen Sie wenigstens nicht in Versuchung. Sie sagen es. Frau von Anstetten, Wiedersehen. Und? Wie ist es gelaufen? Bestens. Tim würde Tanja am liebsten den Hals umdrehen. Dieser Neandertaler kann nun mal nicht aus seiner Haut. Trotzdem arbeitest du mit ihm zusammen. Ich benutze ihn. Obwohl es mir nicht gerade leicht fällt, ihm gegenüber so zu tun, als wüsste ich von nichts.
Ja, zu jemandem freundlich zu sein, der einen umbringen wollte, das ist nicht so einfach. Aber es dient ja einem guten Zweck. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich an Tanja zu rächen? Wenn ich eine wüsste, würde ich mich dann auf diesen Verlierer verlassen? Hoffentlich macht er dir keinen Strich durch die Rechnung. Ja, wäre nicht das erste Mal, dass Tim sich vergisst. Wenn er Tanja gegenüber deine Vermutung äußert, kannst du deinen Plan vergessen. Keine Sorge. Tim habe ich voll unter Kontrolle. Auf Tanjas Untergang. Sag mal, wie kommst du nur darauf, dass ich mit Jessica Prozeski gesprochen habe? Ihre Großmutter hat's mir gesagt. Ich habe sie auf die Folgen ihrer Heirat mit Alexander aufmerksam gemacht. Was ist denn schon dabei? Du hast ihr mit Schließung des Kinderheims gedroht. Das war keine Drohung. Das war eine Darlegung von Tatsachen. Ohne eine Finanzspritze von Evas Vater kann ich weder Deinburg Mineralbrunnen noch das Kinderheim weiterfinanzieren. Und weißt du, was das für unsere Leute und die Familien bedeutet? Hm? Und für die Kinder? Ist das wirklich der einzige Grund? Die Sorge um die Menschen? Ist es nicht so, dass du Jessica einfach nur ablehnst? Natürlich nicht. Aber ich habe eine große Verantwortung. Das Wohl des Betriebes und der Stiftung gehen nun mal vor. Stört es dich, dass sie keine Prinzessin ist? Oder wenigstens eine Gräfin? Sag mal, warum machst du eigentlich so viel Aufhebens um die Sache? Weil du Alexander zwingst, eine Frau zu heiraten, die er nicht liebt. Das sagt er doch nur, weil dieser andere ihm den Kopf verdreht hat. Alexander und Jessica lieben sich wirklich. Alexander liebt Eva. Diese Geschichte mit Jessica ist nur eine vorübergehende Affäre. Wenn du dir dessen so sicher bist, dann kannst du ihm ja auch die Wahrheit sagen. Den Teufel werde ich tun. Aber Alexander... wird Eva heiraten. Und jetzt Ende der Diskussion. Wie kannst du nur so verbohrt sein? Hallo? Ist da jemand? Gefällt dir dein Zimmer? Ja, ganz gut. Darf ich? Nur zu, bedien dich. Wegen heute Nachmittag. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, über das, was du gesagt hast. Und? Willst du mit Ramon reden? Naja, er ist immer noch mein bester Freund. Meine Freunde sind zum Reden da, oder? Fragt sich nur, wer das genauso sieht. Bestimmt. Dann rufe ich ihn gleich mal an. Du weißt, wo das Telefonbuch ist. Naja, oder hast du die Nummer vom Kaufparadies auswendig im Kopf? Nein, aber was macht Ramon um diese Uhrzeit im Kaufhaus? Er ist heute als Nachtwächter eingesprungen. Habe ich dir das nicht erzählt? Was? Scheiße. Pass auf, wenn ich in einer Stunde nicht wieder da bin, ruf die Polizei und schick sie zum Kaufhaus, ja? So, der Tourneenplan für Jambu ist fertig. Die Jungs können losfahren. Sehr gut. Fällt mir ein Stein vom Herzen. Ohne dich hätte ich das nicht so schnell geschafft. Ist dir eigentlich klar, wie sehr du mir gefehlt hast? Nein, aber das wirst du mir sicher gleich sagen. Oder gehen wir vorher ins Bett? Was hast du denn? Habe ich dir vielleicht was getan? Nee, ich ärgere mich nur über mich selber, dass ich wieder angefangen habe zu spielen. Ja, es war ziemlich leichtsinnig, so ein Risiko einzugehen. Aber warum regst du dich auf? Ich habe dir die Wohnung zurückgekauft und deine Spielschulden sind auch bezahlt. Ja, das werde ich dir auch nie vergessen.
Das hättest du doch auch für mich getan, oder? Wie konntest du nur dieser von Weidenfels die ganze Geschichte erzählen? Lisa ist die Einzige, die Jessica helfen kann. Und wenn es ihr gelingt, ihren Vater umzustimmen, dann... Ja, wird sich Alexander wieder mit Jessica vertragen und das ganze Theater geht von vorne los. Nein, es wäre besser gewesen, wir hätten die Sache auf sich beruhen lassen. Das sagst du doch nur, weil du Alexander von Anfang an nicht leiden konntest. Das sage ich, weil ich mir Sorgen um Jessica mache. Selbst wenn sie sich wieder versöhnen, selbst wenn sie heiraten. Er ist und bleibt ein Prinz, er passt nicht zu ihr. Ich werde Leser sein. Ja. Hallo, Lisa. Kommen Sie rein, bitte. Ja? Das ist mein Sohn Walter Prozeski. Lisa von Weidenfels. Guten Abend. Guten Abend. Und auf Wiedersehen. Wo gehst du hin? Die Sportschau fängt gleich an und hier hat man ja keine Ruhe. Ja, und? Nichts. Mein Vater ist und bleibt ein alter Sturkopf. Er sieht nicht ein, dass er Alexander ins Unglück stürzt. Die einzige Möglichkeit, die Heirat zu verhindern, ist wahrscheinlich die, Alexander die Wahrheit zu sagen. Nein, das will Jessica nicht. Sie will auf jeden Fall, dass das Kinderheim erhalten bleibt. Und ohne das Geld von Evas Vater. Ist das nicht so schön? Wenn uns nicht jemand eine Million schenkt. Geld oder Liebe? Geld oder? Dreimal Liebe, sechsmal Liebe. Geld und Liebe. Das ist es. Du holst noch eine Sauerstoffflasche. Was machen wir eigentlich mit dem Nachtwächter? Dann legen wir am besten ein Schaufenster. Gute Deko. Zentrale an Santos, bitte melden Sie sich. Mensch, Santos, sind Sie eingepennt? Melden Sie sich! Mensch, kann man doch nicht mal in Ruhe scheißen? Sind Sie das, Santos? Wer denn sonst der Weihnachtsmann? Alles klar bei Ihnen? Kann ich jetzt weitermachen? Ja, nicht so gut. Zentrale Ende. Tja. So sieht man sich wieder. Eigentlich schade, dass es das letzte Mal ist. Du weißt, was du zu tun hast.